Hallo meine lieben Kreativlinge, ja, wie ihr lesen konntet, ein weiteres Video mit der Kooperation von Globaland. Und zwar habe ich diesmal diese wundersüßen, jetzt kein Wort, aber diese zuckersüßen Gnome genommen. Allein schon wegen den Katzen und wegen dem Hasis. So süß. Das ist die Artikelnummer. Ich werde auch nochmal alles, was ich mir raussuchen dürfte, in die Infobox verlinken mit einem Rabattcode, der NATA10 ist. Ich vergesse es fast immer. Wie gesagt, alles unten in der Infobox. Und ich weiß, ich nehme das jetzt relativ früh auf, das Video. Ich weiß, dass es aktuell vergriffen ist, das Stempelset. Das kommt aber definitiv wieder nach. Definitiv. Aber das ist echt so süß, oder? Als ich das gesehen habe, habe ich gesagt, ja, das muss es sein. Und ja, basteln wir heute Karten damit. Ich habe schon mal ein bisschen was vorbereitet. Einmal den Gnomi hier. Ich bin echt, echt stolz auf mich. Muss ich mich selber loben, dass ich den Bart so gut hingekriegt habe. Ich bin echt stolz. Ich habe das echt hingekriegt. Und dann diesen kleinen Fratz. So, dann brauchen wir erst einmal ein Kartenrolling in den Maßen 14,5 x 21. Und das Ganze zweimal, weil wir machen zwei verschiedene Karten. Das faltet sich jeweils auf der langen Seite bei 10,5. Und ich habe mir ja noch mehr ausgesucht von Globaland. Das werde ich natürlich auch noch verbasteln. So ist es nicht. Auch von der letzten Kooperation mit Globaland ist ja noch eine Standschablone übrig, die ich noch nicht genutzt habe. Aber mein Tag hat leider auch nur 24 Stunden. Und die Tage, die ich zum Basteln nehme, das ist meistens der Sonntag, so wie heute. Ich nehme es also im Voraus auf. Ja, ist meistens so durchgeplant. Hinter mir liegt ein anderes Projekt, was heute nur unbedingt fertig werden muss. Deswegen, aber da werden auf jeden Fall noch Videos kommen, versprochen. Es ist nicht so, dass ich keine Ideen habe, sonst hätte ich es mir ja nicht rausgesucht. So, einmal das. Dann habe ich mir ein Stück Papier rausgesucht. Also, ne, Designerpapier, nichts Besonderes. Das schneide ich mir jetzt zurecht bei 10 mal 14 cm. So, dann suche ich mir einen Stift raus, einen schwarzen, ja, Feinliner ist es jetzt nicht, aber ich tue mal so, als wäre es ein Feinliner. Dann ziehe ich mir einen Rahmen. Noch einen Doppelrahmen. Einfach, weil es eine schnelle Karte werden soll. Gut, der Bart, der hat mich schon, hat mich lang genug Arbeit gekostet. Aber ist nicht so tragisch. Dafür schaut es echt toll aus. So, und den klebe ich mir schon mal auf. So, dann nehme ich mir den Gnomi hier. Der passt nämlich farblich super. Da bringe ich mir jetzt ein 3D-Pad auf. Oder, ja, mehrere in dem Fall. Einmal hier oben. Dann ein größeres Stück unten. Klebe ich mir jetzt hier hin. Dann habe ich mir das Wort Sweet ausgestanzt in schwarz. Das werde ich mir jetzt da so hinkleben. Allerdings werde ich nicht alles mit Kleber bestreichen,
Nur ungefähr da, wo der Gnomi ist und dass es halt einfach hält. Weil da bin ich ehrlich gesagt zu faul, dann 3D-Pads anzubringen. Ich hätte zwar 3D-Dinger zum Ausstanzen, aber das erfordert auch ein bisschen Übung. So. Und dann mache ich mir mit dem Dymo noch ein Hello. Na toll. Ist das Ding weg? Der Abzieher, der schneidet ja immer so einen Abzieher mit ab, dass man das dann abmachen kann. Aber da hat er es scheinbar schon gefressen. Ein bisschen schief, aber ist nicht so tragisch. Das wäre die erste Karte. Ist nicht viel, aber trotzdem zuckersüß. Und die zweite. Nehmen wir uns jetzt den zweiten Kartenrolling. Dann suchen wir uns mal ein Papier raus. Ich denke, ich werde das hier nehmen. Das sieht so schön bunt aus. So, das schneide ich mir jetzt zurecht bei 10 mal 14. Schneiden wir lieber unten irgendwas weg. Klebe ich jetzt auch schon mal auf. So. Dann habe ich einen Aufleger ausgestanzt. Das ist so eine Rahmenstanzschablone. Die hat die Maße 9 mal 12,3 irgendwas, also so um den Dreh rum. Also dass noch vom Papier, von dem unten drunter noch gut zu sehen ist. Und da, jetzt muss ich erstmal gucken, da bringe ich mir jetzt erstmal doppelseitiges Klebeband auf. Oder obwohl, ich habe noch eine Klebemaus, die müsste auch gehen. Brauche ich jetzt kein Klebeband aufmachen. Muss ich auch mal wieder eins bestellen. Doppelseitiges Klebeband. Weil ich weiß nicht, wie es ist mit Flüssigkleber, ob das da drauf hält. Weil das ja so foliert ist. Deswegen mache ich das lieber mit doppelseitigem Klebeband. So. Dann den zuckersüßen Gnomi. Da mache ich mir jetzt auch 3D-Pads drauf. Eins auf die Mütze. Und ein großes da so hin. Die Karte mal so daneben legen. Da ist jetzt Klebemaus. Muss ich aufpassen. So, da kommt es jetzt ungefähr dahin. Dann habe ich das Wort Hax ausgestanzt aus ja, buntem Designerpapier. Und da mache ich mir jetzt auch einmal Kleber drauf. Also ihr seht, es geht ganz schnell, damit dass man da Karten machen kann. Ja gut, ich muss sagen, die Vorstellung war ein bisschen einfacher, als es in der Tat und umzusetzen, bis ich dann das richtige Designerpapier gefunden habe und ich zeige euch dann gleich was dazu. So. Und dann werden wir noch was embossen. Und zwar den Spruch hier, Forever Friends.
Ich muss leider sagen, die zwei Stempel haben bei mir gefehlt. Leider Gottes. Aber gut, es ist nicht so schlimm, dass sie. Ne? Das ist jetzt nicht so tragisch. Die haben bei mir gefehlt. Da habe ich ein Stück schwarzen Reste-Cardstock. Bringe ich einmal das Pulver drauf, also den Bossing Buddy. Und das Ganze werde ich mit Weiß embossen. Schaut gut aus. Jetzt muss ich es nur noch sauber embossen. Ja, da fehlt die Hälfte. Ja, schaut gut aus. Schon mal wieder wegräumen. Bevor mal das Pulver noch am Ende um die Ohren fliegt. So, das Ganze werde ich jetzt einmal embossen. Einmal kurz abkühlen lassen, weil das ja immer sehr heiß ist. Natürlich immer noch ein wenig das Pulver so ein wenig wegwischen. Einmal abschneiden. Und dann bringe ich mir Kleber auf. Mich gerade hinter der Kamera die Zunge rausstrecke. Klebt das einmal da fest. So. Jetzt machen wir mal Platz. Tap, tap, tap. So. Ich habe einmal die hier gemacht. Die haben wir ja zusammen jetzt gemacht. Die haben wir ja auch zusammen gemacht. Ich lege das mal so dahin. Dann habe ich den ersten Gnomi. Der sollte ja gedacht werden, so wie der hier. Jetzt hat es aber von der Farbkombi nicht gepasst. Also der sollte eigentlich da drauf. Der pinke sollte da drauf. Jetzt hat es aber von der Farbkombi eben nicht gepasst. Und dann habe ich mir anderes Designerpapier genommen und habe dann eben ja in blau-lila Tönen einen Gnomi gemacht. Also vom Prinzip her dasselbe, bloß mit anderem Designerpapier. Und dann aus. Ja, da habe ich auch ein Video gemacht. Ich weiß immer nicht, wann das online kommt. Das war aber ein Verschnitt im Endeffekt. Das war ein Überbleibsel, aber ich habe gesagt, das willst du jetzt endlich mal zu einer Karte verbasteln. Hab das eben als Chance genutzt und hab daraus. Ja, ich habe jetzt eigentlich quasi jedes Stempelset, naja, also jeden Gnomi hier verwendet. Und das wären meine, ja, vier Karten, wie gesagt. Das ist Reste, das sollte eigentlich da drauf und ja, deswegen habe ich gesagt, das von der Idee bis das dann zur Umsetzung kam, hat ein wenig gedauert. Aber ihr könnt doch mal sagen, welcher euer Favorit ist. Mein Favorit ist tatsächlich die, dann die, dann die und dann die. Bin ich ehrlich. Also die gefällt mir echt am allerbesten. Ja, bin aber auf eure Meinung gespannt. Wie gesagt, alles, was ich verwende oder was ich in der Kooperation aussuchen dürfte, habe ich unten in die Infobox verlinkt mit dem Rabattcode. Wie gesagt, ich habe schon wieder bestellt. Die anderen Sachen mache ich auch noch was auf jeden Fall, versprochen. Ich will es ja verwenden. Aber jetzt ist der Tag schon fast vorbei und das andere Projekt hinter mir muss auch fertig werden. Aber ich danke nochmal Aviva für die Kooperation. Nochmal vielen lieben Dank, hat echt Spaß gemacht. Ich arbeite ja sowieso gern mit den Sachen von Globalent. Und bei euch bedanke ich mich fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin sage ich Tschüss, wünsche euch eine schöne kreative Zeit und bleibt gesund. Bye bye.